Warum oder warum nicht? Schauen wir uns das Wasser an. Nun, es ist sehr wichtig, Wasser zu trinken. Ich denke, das ist uns allen klar. Aber welches Wasser? Destilliertes Wasser, Mineralwasser, entmineralisiertes Wasser, Regenwasser, Leitungswasser, gefiltertes Wasser. Welches ist das beste Wasser? Ja, es ist sehr wichtig, Wasser zu trinken. Vom Hals abwärts bestehen wir zu 75% aus Wasser, vom Hals aufwärts aus 85%. Dr. Bertamang Haldich, ein iranischer Arzt, hat ein ausgezeichnetes Buch mit dem Titel One of the Body's Many Cries for Water geschrieben, mit dem Untertitel He's Not Sick, He's Thirsty. Und ein anderer Untertitel lautet Don't Treat Thirst with Medications. Er geht sehr detailliert darauf ein, wie wichtig es ist, ausreichend Wasser zu trinken. Aber welches Wasser? Welches ist das beste Wasser für den Menschen? Als wir im Regenwald lebten, hatten wir herrliches Wasser. Unseren Bach nennt man, glaube ich, Fluss. Wir wohnen fast auf dem Gipfel des Berges in der Nähe einer Quelle. Unser Wasser ist herrlich. Und so trinken wir das Wasser aus dem Bach. Aber wir trinken es nicht direkt aus dem Bach. Es wird erst gefiltert und muss bestimmte Prozesse durchlaufen, denn es gibt hier Wallabies, Kängurus und Kühe flussaufwärts. Aber wir haben herrliches Wasser und trinken es schon seit Jahren. Jedoch hat nicht jeder das Vorrecht, so ein Wasser zu haben. In unserem Gesundheitszentrum haben wir einen Ultraviolettfilter an den Wasserhähnen, weil wir gesetzlich verpflichtet sind, unser Wasser in irgendeiner Form zu filtern. Die Regierung wollte, dass wir Chlor und Fluorid in unser Wasser geben. Aber mein Mann sagte, wir sind ein Gesundheitszentrum und ich möchte reines Wasser benutzen. Die Leute kommen zu uns, weil sie gesundes Wasser trinken möchten und sie sehen wollen, wie und wo wir leben. Wir sind daher so froh, dass das Gesundheitsamt beschlossen hat, in dieser Sache nachzugeben. Es stimmt also, dass Chlor in das Wasser gegeben wird, um es keimfrei zu machen. Außerdem wird dem Wasser Fluorid beigemischt. Warum wird Fluorid in das Wasser gegeben? Fluorid wird zugesetzt, weil behauptet wird, dass es die Zähne stärkt. Nun, der einzige Grund, warum die Zähne der Menschen schwächer werden, ist, dass sie sich nicht gesund ernähren. Unsere Knochen in unserem Körper und unsere Zähne bestehen aus Mineralien. Und diese Mineralien erhalten wir aus unserem Vollsalz und aus unserem biologisch angebauten Obst und Gemüse. Daher kommen unsere Mineralien und Proteine aus unseren Hülsenfrüchten und den guten Fetten. Der einzige Grund, warum sich die Zähne verschlechtern, ist, dass die Menschen sich nicht vollwertig ernähren. Sie versorgen ihren Körper nicht mit den Nährstoffen, welche die Knochen brauchen, sondern sie entziehen ihrem Körper durch Alkohol, Zigaretten, Koffein und raffinierten Zucker wichtige Mineralien. Das ist also der Grund, warum sich die Zähne so schnell verschlechtern. Alles, was Fluorid stärkt, ist das äußere Dentin der Zähne. Eines Tages sprach ich mit einem Zahnarzt und er erzählte, dass ein 10-jähriges Mädchen zu ihm kam und nur einen kleinen dunklen Fleck auf ihrem Zahn hatte. Als er zu bohren begann, explodierte der ganze Zahn. Er sagte, das äußere Dentin sei stark gewesen, aber innen war der Zahn verrottet. Fluorid ist also nicht die Lösung für starke Zähne, sondern Fluorid ist eine große Belastung für unseren Körper. Unsere Leber und die Nieren haben es schwer, uns davon zu entgiften. Die Zähne müssen wir durch eine vitalstoffreiche Ernährung stärken. Aber welches ist nun das beste Wasser? Wenn man in einer Stadt lebt und das Wasser Chlor und Fluorid enthält, sollte man einen Filter kaufen. Der Umkehrosmosefilter ist der Filter, der das Fluorid beseitigen kann. Nicht alle Filter sind gut, aber sie kehren die Osmose um. Nun, Sie können das recherchieren. Es könnte einige andere geben, die garantieren, dass das Fluorid entfernt wird. Denn Fluorid sollte nicht in unseren Körper gelangen. Wenn Sie also einen Filter an Ihrem Wasserhahn anbringen können, dann kann das gutes Wasser sein. Wir trinken Wasser aus unserem Bach, das gefiltert wurde. Regenwasser. Regenwasser ist ausgezeichnet.
Achten Sie aber darauf, dass die Wassertanks sauber sind und die Wasserrinnen, in denen Sie Ihr Wasser sammeln, regelmäßig gereinigt werden. Bezüglich der Mikroben. Vergessen Sie nicht, müssen wir uns mehr vor dem Innern fürchten als vor dem Äußeren. Wenn wir eine gute, starke Darmflora haben und einige Mikroben, die nicht gut sind, in unserem Wasser sind, ist unsere Magensäure durchaus in der Lage, sie zu vernichten. Wenn Ihr Wasser kein Fluorid und nur Chlor enthält, können Sie das Wasser vor dem Schlafengehen in einen Krug füllen und am Morgen ist kein Chlor mehr drin, weil es sich sehr schnell verflüchtigt. Ich glaube, dass sich das Chlor innerhalb von etwa einer Stunde nach dem Einfüllen des Wassers in den Krug verflüchtigt. Wie ist es mit destilliertem Wasser? Im destillierten Wasser wurden alle Mineralien entzogen und manche fragen, brauchen wir diese Mineralien nicht? Nun, im Wasser sind eben nicht viele Mineralien. Die meisten Mineralien nehmen wir über die Nahrung auf. Manche Menschen entscheiden sich bei einer Fastenkur für destilliertes Wasser, weil sie sagen, je reiner das Wasser ist, desto mehr Abfallstoffe können ausgeschwemmt werden. Meiner Meinung nach ist das eine Theorie. Wir persönlich verwenden kein destilliertes Wasser, weil wir eben herrliches Wasser aus der Quelle haben. Aber es ist nicht nur wichtig, das Wasser zu beurteilen, das man trinkt, sondern auch die Flaschen, aus denen wir es trinken. Plastikflaschen enthalten Östrogenimitate. Wenn ich Durst habe, gehe ich in ein Geschäft, wenn ich unterwegs bin, und kaufe eine Flasche Wasser. Es ist keine große Sache, wenn ich das gelegentlich tue. Aber denken Sie daran, es kommt nicht darauf an, ob Sie gelegentlich eine Flasche Wasser kaufen oder nicht, sondern was Sie jeden Tag tun. Es kommt auf die Gewohnheiten an. Aber es ist auch wichtig, woraus wir trinken. Das Beste ist natürlich ein Trinkbehälter aus Glas. Idealerweise sollte man sich von Plastik fernhalten. Wenn man als Ausnahme mal ein Wasser in einer Plastikflasche kauft, ich kann das verstehen und mache das auch ab und zu, dann sollte man die Flasche nicht aufbewahren und wieder neu befüllen. Denn je öfter wir diese benutzen, desto mehr zersetzt sich das Innere des Kunststoffs und man ist diesen Östrogenimitaten ausgesetzt. In einigen Zeitschriften war zu lesen, dass wenn man eine Plastikflasche mit Wasser im Auto liegen lässt, die Hitze der Sonne und die Hitze des heißen Autos das Plastik erwärmt und noch mehr Östrogenimitatoren freigesetzt werden. Vielleicht haben Sie solche Artikel auch schon gelesen. So, deswegen sollte das Wasser idealerweise in Edelstahlflaschen abgefüllt werden. Es gibt Plastikflaschen, die hart sind, die frei von BPA sind, von Bisphenolaphenyl sind, dem Östrogenimitat. Und diese sind natürlich gesund. Glas kann schwer sein und zerbrechen. Edelstahl ist auch manchmal etwas schwerer. Und somit entscheiden sich viele Menschen für BPA-freie Flaschen, die in der Regel hart sind. Und das heißt, man kann sie nicht zusammendrücken. Achten Sie auch darauf, woraus Ihre Kinder trinken. Die kleinen Flaschen aus Edelstahl eignen sich hervorragend für Sie und auch für unsere kleinen Babys, die vielleicht Milch aus der Flasche bekommen. Vergewissern Sie sich, dass Sie sie aus Hartplastik oder Edelstahl bekommen, die man natürlich auch kaufen kann. Also ja, achten Sie bitte auf Ihr Wasser. Achten Sie auf die Art des Wassers und achten Sie auch darauf, woraus Sie Ihr Wasser trinken. Manche Leute fragen, was ist mit einem Mineralwasser, in dem ein bisschen Kohlensäure drin ist? Sicherlich genieße ich das ab und zu, aber es ist nicht das Wasser, das ich hauptsächlich trinke. Das Wasser, das ich hauptsächlich trinke, ist stilles Wasser. Manchmal trinke ich zum Vergnügen etwas kohlensäurehaltiges Wasser. Aber es enthält viel Phosphorsäure, die zur Entmineralisierung der Knochen beitragen kann. Unser Wasser sollte überwiegend stilles Wasser sein. Ich achte also auf die Qualität des Wassers und auf die dafür notwendigen Aufbewahrungsbehälter. Eine Dame sagte einmal zu mir, ich trinke ziemlich viel Wasser in meinen Tassen Tee. Leider ist der Wassergehalt nicht sehr hoch, denn Tee enthält Tannin und ein wenig Koffein, die beide entwässernd wirken. Und wenn man etwas Zucker in die Tasse Tee gibt, ist das ein weiterer Austrocknungsfaktor. Das tut mir sehr leid. Tee und Kaffee zählen nicht mit. Was ist mit Fruchtsäften? Nein, sie sind kein Wasser. Und wie sauber wäre dein Körper, wenn du ihn mit Fruchtsaft waschen würdest?
Es tut mir leid, dass diese anderen Getränke nicht als Wasser zählen. Die Faustregel lautet also, pro 25 Kilo Körpergewicht 1 Liter Wasser trinken. Das ist ungefähr der Durchschnitt. Und Wasser wird dem Körper am besten nach und nach zugeführt. So kann der Körper den ganzen Tag über viel besser auf das Wasser zugreifen. Nun, einige Menschen mögen kein Wasser. Ich sage ihnen, naja, du wirst dich schon daran gewöhnen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde, dass Wasser das Einzige ist, das den Durst löscht. Manchmal bin ich auf einer Veranstaltung und dort gibt es einen Punsch. Aus was besteht ein Punsch? Aus Mineralwasser, ein paar Fruchtsäfte und Minzblätter. Und das genieße ich auch ab und zu, aber ich finde immer noch, dass das meinen Durst nicht so löscht wie Wasser. Es sollte also Wasser sein und nur Wasser allein, um dem Körper Flüssigkeit zuzuführen.